Nanu, wie komme ich zu dieser Ehre? Ich bin frei! Frei! Von der Klammer befreit! Nie mehr Dr. Wortham! Ich bin frei! Mit schönen Zähnen! Das würde ich nicht gerade behaupten. Ich schwöre dir, Willy, der Kerl hatte Tränen in den Augen, als er mir die Klammer rausgenommen hat. Du würdest auch weinen, wenn du eine ständige Einnahmequelle verlierst. Wahrscheinlich. Es war wohl eher, weil ich ihn gebissen habe. Den netten alten Mann? Ich finde, nachdem er mich 3 Jahre reichlich gequält hat, hat er ein Abschiedsgeschenk von mir verdient. Du hättest die Klammer ja auch bronzieren lassen können. Dass mir das nicht eingefallen ist. Weißt du was? Nein, woher? Verstehst du doch nicht. Also, was ist nun? Selina McGee ist in Pasadena. Für dauernd. Sie hat mich angerufen. Dann kommst du also nicht zum Essen. Ist das alles, was du mir dazu sagst? Also, dann bist du zum Frühstück auch nicht da. Buddy, du gehst zu weit. Sag mal, kannst du mich bei Audie Pfeiffer absetzen? Ich habe ihr versprochen, vorbeizukommen zum Feiern, wenn ich den Zahnarzt hinter mir habe. Heute ist ein guter Tag zum Feiern. Also noch ein Geschäft und dann spendiere ich dir ein wundervolles Mittagessen. Wenn du noch mehr einkaufst, kannst du dir kein Mittagessen mehr leisten. Ich habe mir seit Ewigkeit nichts mehr geleistet und Timmy braucht mal wieder was Neues. Aber natürlich, Liebling. Welches kalifornische Kind könnte wohl ohne einen blauen Regenmantel und passende Stiefel auskommen? Aber er wird süß darin aussehen. So, hier ist es schon. Ich brauche sie nur rauszuholen. Der Mann hat gesagt, die Uhr ist fertig. Ich muss sie nur abholen. Und dann gehen wir essen. Okay. Sind Sie sicher, dass es heute in ist? Da können Sie sich drauf verlassen. Sieh mal. Ist das nicht Fred Hogan? Ja, natürlich. Vielleicht ist Elaine auch in der Nähe. Dann könnten wir alle zusammen essen gehen. Hey, sieh dir das an, was er da kauft. Ich glaube kaum, dass es für Elaine ist. Scheint ein Anhänger zu sein. Ja, aber keiner, den man um den Hals trägt. Der hier ist besonders groß, den trägt man hier um die Hüfte und das Herz hängt dann etwas tiefer. Du hast recht, der ist nicht für Elaine. Fred! Geht! Nancy, strahlend wie immer. Wir wollten hier gerade Nancy's Uhr abholen. Ich habe gerade eine Kleinigkeit gekauft. Für Sally. Tja, also, ich muss wieder zurück ins Büro. Wiedersehen, Fred. Siehst du, es ist für Sally. Naja, eigentlich würde ich meiner Tochter sowas nicht kaufen. Das will ich auch hoffen. Erzählst du es Elaine? Erzählen was? Das genügt schon. Gut. Wenn du genug voreilige Schlüsse gezogen hast, können wir hier reingehen. Maggie! Willy! Nein, dass du wieder da bist! Wie ich mich darüber freue. Es war wie eine Ewigkeit. Ich weiß, aber jetzt bin ich hier und bleib auch hier. Und wir werden eine wunderbare Zeit verleben. Darauf kannst du dich verlassen. Und es geht schon los. Ich möchte unheimlich toll mit dir essen gehen. Und ich möchte was ganz unheimlich Tolles für dich kochen. Gut. Ach, ich habe ja gar nichts da. Das macht doch nichts. Ich bin nicht hungrig. Diese Stunde der Entspannung wird Sie entzücken, während Sie mit warmem Wachs übergossen werden, und zwar von den Schultern bis zu den Zehen. Stellen Sie sich vor, Sie wären in Wachspapier eingehüllt und schwitzen dabei all Ihre Unreinheiten aus, na sowas. Sie müssen sich vorstellen, wie aufregend und prickelnd es ist, ausgewickelt zu werden und noch warm zu Ihrer Masseuse zu eilen. Noch warm. Scheint mir mehr ein Beerdigungsinstitut zu sein. Würdest du mir bitte erklären, was dieser Unsinn bedeuten soll? Hast du in letzter Zeit mal Madge Sinclair gesehen? Fantastisch. Und das haben die erreicht. Madge Sinclair ist 10 Jahre jünger als wir. Außerdem weiß man nie, wie es bei der unter der Schminke aussieht. Das ist mir egal. Nach 25 Ehejahren kommt man sich doch vor wie ein alter Krüppel. Und es ist schon schwer genug, nicht wie ein gerupftes Huhn auszusehen. Männer wie Fred findest du heute außerordentlich selten. Und wenn man einen solchen Mann hat, muss man versuchen, ihn zu halten. Habe ich nicht recht?
Was ist mit dir los, Elaine? Da stimmt doch was nicht. Normalerweise würdest du dich doch über diesen Quatsch totlachen. Es passt gar nicht zu dir. Die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Aber ich konnte nicht noch eine Tournee machen. Die Vorstellungen waren immer ein Erlebnis. Ich war ganz fasziniert von den Puppen. Ich durfte sie sogar hinterher behalten. Nur jedes Mal, wenn ich in den Zuschauerraum guckte und die Kinder da sah, wollte ich die Puppen einfach fallen lassen und zu Jenny laufen. Sie muss in Zukunft mehr bei mir bleiben. Wer hat sie versorgt? Nicht deine Eltern? Nein. Ich hoffe, du verstehst es. Also wer? Jennys Vater. Sie war bei ihm. Das verstehe ich nicht. Du hattest doch gar keine Verbindung mehr zu ihm. Hatte ich auch nicht. Er besuchte mich eines Tages in Venice. Meine Eltern hatten ihm gesagt, wo ich bin. Was wollte er? Mich heiraten jedenfalls nicht, wenn du das meinst. Er ist auch schon verheiratet. Er wollte nur seine Tochter mal wiedersehen. Ich hatte natürlich nichts dagegen. Und dann hat er mich mit seiner Frau ab und zu besucht. Sie waren sehr lieb zu Jenny. Muss doch schlimm für dich gewesen sein. Ach, nein. Ich hatte ihn doch 2 Jahre nicht mehr gesehen. Die miese Zeit damals war vergessen. Er kam mir jetzt viel älter vor. Und gesetzt, er arbeitet jetzt in einer Bank. Er ist befördert und nach Fair Oaks versetzt worden. Fair Oaks? Das ist ja hier. Als ich erfuhr, dass ich 1 Monat unterwegs sein würde, habe ich ihn angerufen. Ich dachte, Jenny wäre da am besten aufgehoben. Oh, Willy, 1 Monat kam mir ganz kurz vor, aber als ich unterwegs war, da erschien es mir wie eine Ewigkeit. Wann holst du sie wieder ab? Heute noch. Natürlich habe ich gleich angerufen. Seine Frau sagte, John ist um 6 zu Hause. Ich komme dann mit. Das habe ich gehofft. Willy, ich liebe dich. Also los. Ach, Willy, könntest du hier draußen warten? Ist mir plötzlich unangenehm, dass du John kennenlernst. Verstehe ich nicht. Es ist vielleicht albern, aber es ist so. Bitte. Mach schnell. Hallo, John. Selina? Tja, wenn Jenny soweit ist, dann hole ich sie. Nein. Was ist los? Ist sie krank? Nein, es geht ihr gut. Hör zu, Selina. Lila und ich haben uns entschlossen, Jenny zu behalten. Was? Ich will mein Kind haben. Bist du verrückt? Ich kann mich besser um sie kümmern als du. Ich habe die Sache schon einem Rechtsanwalt übergeben. Ich werde das Sorgerecht für Jenny bekommen. Du hast wohl nicht alle beieinander. Jenny ist mein Kind. Ich nehme sie jetzt mit. Du hast kein Recht, sie zurückzuhalten. Sagst du. Da irrst du dich aber gewaltig. Jenny braucht ein Zuhause und das findet sie bei uns. Wenn du mich nicht sofort reinlässt, rufe ich die Polizei. Bitte sehr. Tu's doch. Hör zu, ich war vor kurzem in Venice. Genauer gesagt, da, wo du gewohnt hast. Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit Gilberts. Es ist sehr hübsch in Venice. Nicht weit von Los Angeles und mit dem Wagen ist man schnell über die Grenze nach Mexiko. John! Mein Rechtsanwalt wird dich morgen früh anrufen. Er heißt Wheeler, Ross Wheeler. Selina, was ist los? Wo ist Jenny? Nichts. Sie hat sich nur etwas erkältet. Es ist besser, wenn sie in dem Zustand im Bett bleibt. Was ist los? Sie geben sie mir nicht zurück.
Er will versuchen, dass ihm das Sorgerecht zugesprochen wird. Ich wollte jetzt nicht unbedingt eine Szene machen. Wenn ich vor Gericht muss, Gericht? Dann... Du brauchst nirgendwo hinzugehen. Du kannst Jenny jederzeit holen. Sie gehört dir. Er hat kein Recht auf sie. Bitte, Willy, lass mich das so machen, wie ich es für richtig halte, ja? Ich staune, wie fabelhaft Buddy mit Timmy zurechtkommt. Naja, eines Tages wird Buddy dir viele Enkelkinder schenken. Aber bis da ist es wohl noch ein Weilchen hin. Selina, nett, dass Sie kommen. Oh, Selina. Hallo. Selina. Sie sehen ja prächtig aus. Warum haben Sie Jenny nicht mitgebracht? Ich wollte gern, dass Timmy Sie kennenlernt. Wo ist Jenny? Dad, können wir dich mal sprechen? Es hat Ärger gegeben. Willy, das ist doch nicht nötig. Fehlt Jenny irgendwas? Nein, es geht ihr gut. Dad. Ich bring dann Timmy und Buddy ins Bett. Die vergessen die Zeit. Ich werde uns einen Kaffee machen. Oh, bitte bleiben Sie. Ist nicht nötig. Also, gehen wir rein. Vielen Dank. Dad. Nun, Willy, was ist los? Dieser Bursche, ich meine Jennys Vater, hat Selina gesagt, dass er das Sorgerecht für das Kind beantragen will. Er will Jenny für immer behalten. Sie behalten? Ja. Wie hat er sie denn überhaupt bekommen? Wissen Sie, ich war viel unterwegs, habe über einen Monat außerhalb gearbeitet. Ich war mit einem Puppentheater auf Tournee. Und John, Jennys Vater, wollte sich so lange um sie kümmern. Naja, das schien mir ganz vernünftig damals. Ist er verheiratet? Ja, noch nicht lange. Hat er früher schon versucht, das Sorgerecht zu kriegen? Nein, niemals. Als Selina Jenny holen wollte, hat er sie nicht mal reingelassen. Hat er schon rechtliche Schritte eingeleitet? Ich weiß nicht genau. Ich weiß nur, dass er einen Rechtsanwalt hat, der Wheeler heißt. Ross? Ja, Ross Wheeler. Hm. Ross Wheeler, den kenne ich. Was halten Sie davon, wenn wir einen Termin vereinbaren würden? Vielleicht können wir uns dann außergerichtlich einigen. Muss ich dabei sein? Natürlich. Sie können Jennys Vater sagen, wie heißt er? John Croswell. Nun, Sie können Mr. Croswell sagen, dass seine Aussichten minimal sind. Gewöhnlich, wenn nicht irgendwelche moralischen Bedenken bestehen oder schwere Charakterfehler nachgewiesen werden können, bekommt das Sorgerecht immer die Mutter. Je eher Sie das bereinigen, desto schneller haben Sie Jenny wieder. Okay. Danke, Mr. Lawrence. Ist alles in Ordnung? Ich hole dich um 2:30 ab. Der Termin ist um 3. Selina, mach dir keine Sorgen, das klappt schon. Grüße schön von mir. Mom lässt dich grüßen. Reg dich nicht auf. Wollen wir zusammen essen gehen? Das muntert dich wieder auf. Also so trifft man sich. Hallo, Kate. Wir laufen uns ja jetzt dauernd über den Weg. Fred, alles okay. Ich kann den Wagen Sonntagabend abholen. Sie legen den Schlüssel unter die Matte. Klasse, was? Na, großartig. Das ist Barbara Clark, eine Mitarbeiterin. Und das ist Kate Lawrence. Hi. Hallo. Tja, ich muss jetzt aber los. Ich muss Barbara zurück ins Büro bringen. Und dann schieße ich in den Wind. Ich muss übers Wochenende wegfahren. Ich habe im Norden was zu erledigen. Ja. Sag, vielleicht können wir uns nächste Woche mal sehen. So ganz locker zum Essen oder sowas. Mach doch mal mit Elite was aus, ja? Ich werd's versuchen. Kann ich was für Sie tun, Madam? Sagen Sie mir, dass ich die letzten 5 Minuten geträumt habe. Aber wenn Sie das nicht können, machen Sie mir den Tank voll. Entschuldigen Sie, Mr. Wheeler. Schon gut. Hauptsache, dass Sie jetzt alle da sind. Nehmen Sie Platz. Das ist Douglas Lawrence, der Rechtsanwalt von Miss Maggie. Tag. Guten Tag. Und wer ist das? Mein Sohn. Sind Sie Rechtsanwalt? Nein, bin ich nicht. Nun, dann verstehe ich nicht, warum er hier ist. Willy ist ein guter Freund von mir, John. Ich glaube, es wäre besser, wenn er einige Dinge, die wir besprechen, nicht erfährt. Ich denke, ich weiß alles, was es über Selina zu wissen gibt. Hören Sie, wenn Sie mit diesem Treffen bezwecken wollen, dass ich und meine Frau es uns anders überlegen wegen Jenny, dann muss ich Ihnen leider sagen, dann ist es sinnlos. Jenny ist mein Kind, verstehst du? Meins. Ja, Selina, aber sie ist genauso meins. Ich verstehe gar nicht, wie er jetzt auf einmal draufkommt. Weißt du ganz genau. Nun, vielleicht können Sie es uns erklären.
Jenny ist über ein Jahr alt. Wie kommen Sie jetzt darauf, dass Sie sie plötzlich haben wollen? Wo waren Sie, als Miss McGee allein und schwanger war, Mr. Croswell? Sie waren doch nicht da, als das Kind geboren wurde und sie es versorgt hat. Selina wird es Ihnen bestätigen. Sie wollte nichts von mir wissen. Ich sah keine Veranlassung, etwas dagegen zu tun, denn sie schien mir eine gute Mutter zu sein. Und warum haben Sie Ihre Meinung geändert? Willie. Weil ich erfahren habe, dass man sie verhaftet hat. Verhaftung? Wovon reden Sie, Mr. Croswell? Ja, Selina ist verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Ich finde, sie ist keine passende Mutter für mein Kind. Das kannst du nicht sagen, das ist nicht wahr. Ich will und kann Selina nicht diktieren, wie sie ihr eigenes Leben lebt. Aber ich kann dafür sorgen und davon wird mich keiner abbringen, dass meine Tochter ein sicheres und anständiges Zuhause bekommt. Jenny ist immer gut behütet worden. Selina, vielleicht können Sie uns mal erklären, worauf Mr. Croswell anspielt. Selina. Was nützt das schon? Selina! Selina, warte! Warte doch! Du sagst mir jetzt alles. Komm. Setz dich. Sieh mich nicht so an. Erklär mir lieber, was er gemeint hat. Es ist wahr. Es ist wahr. Was ist wahr? Komm schon, sag mir endlich, was passiert ist. Ja, ich wurde verhaftet. Weil ich größere Mengen Marihuana über die mexikanische Grenze in die Staaten gebracht habe. Das kann doch nicht sein. Ich hab's natürlich nicht getan, nein. Aber ich wurde verhaftet. Ach, diese dumme Kuh McGee, hä? Hör zu. Als ich das letzte Mal von hier wegging, da fuhr ich direkt nach Venice. Ich habe eine Anstellung bei den Gilberts im Geschäft gefunden. Alles schien plötzlich so prima. Ich verdiente unheimlich gut und Jenny war auch gut versorgt. Zum ersten Mal nach langer Zeit gab es wieder eine kleine Hoffnung für mich. Naja, und dann sagten die Gilberts, sie müssten wieder nach Ensenada fahren, um Material zu holen. Leder und so für ihr Kunsthandwerk. Naja, ich hatte doch den Minibus, also sagte ich zu ihnen, gut, ich fahre sie natürlich rüber. Willie, ich hatte von der ganzen Geschichte überhaupt keine Ahnung. Nein, wirklich nicht. Als wir auf dem Rückweg an die Grenze kamen, hielt man uns an und durchsuchte den Wagen. Da war Gras versteckt, ich sage dir, überall. Sogar unter Jennys Matratze hatten sie was versteckt. Hast du denn nicht geahnt, dass sie so etwas mit dir vorhatten? Ach, Mensch, natürlich nicht. Sicher, ich wusste, dass sie Gras rauchten. Aber sie wussten auch, dass ich es nicht tat. Und das respektierten sie in jeder Beziehung. Das haben sie jedenfalls gesagt. Und ich habe ihnen geglaubt. Und hast du das alles der Polizei erzählt? Natürlich, was denkst du denn? Die haben mir aber nicht geglaubt. Du vielleicht? Das ist also die ganze Geschichte. Na gut. Warum hast du mir das nicht erzählt? Warum nicht wenigstens meinem Vater? Weil ich gedacht habe, es würde nie jemand erfahren. Niemals. Ach, Willie, jedes Mal, wenn ich hierher komme, gibt es irgendwelchen Ärger mit mir. Du weißt doch genau, ich bin nur zurückgekommen, um mit Jenny und dir zusammen zu sein. Doch bei mir läuft einfach alles schief. Sei still, Maggie. Komm, wir gehen wieder rein. Na komm. Er wird Jenny bekommen, nicht wahr? McGee! McGee! Mach bitte keine Dummheiten, McGee.
Hallo. Oh nein, ich glaube, das macht meinen Magen heute nicht mit. Elaine wollte uns dazu einladen, Doug. Aha. Es sollte eigentlich eine Überraschung für Fred sein. Ein großes mexikanisches Festessen, Margaritas und so. Doch der musste ganz dringend wegfahren, ganz eilig. Wir reden später darüber. Na, das klingt ja nicht so gut. Je weniger du weißt, desto besser für dich. Was ist mit deinem Magen? Je weniger du weißt, desto besser für dich. Ach, sieht schlecht aus. Celine hat kaum eine Chance, das Kind zu behalten. Nein. Sie ist vor 2 Monaten verhaftet worden. Sie ist noch frei auf Bewährung. Was? Was können wir tun? Ich weiß noch nicht. Ist Willi schon nach Hause gekommen? Er hat Celina gesucht. Er ist noch nicht da. Oh, Doug. Buenas noches, Senor Lawrence. Also bitte, wenn ihr soweit seid, die Tafel erwartet euch. Buddy sitzt schon am Tisch. Sie sagt, mexikanisches Essen mag sie am liebsten. Ich kann es auch kaum noch erwarten. Ich schon. Entschuldige. Verzeih mir im Voraus. Fantastisch. Willy wird sich ärgern, wenn er erfährt, was er verpasst hat. Es ist ein Vergnügen, dir beim Essen zuzusehen, Buddy. Mann, wenn Mr. Hogan jeden Abend sowas kriegt, der hat ein Glück. Du tust gerade so, als ob es bei uns nur Brot und Wasser gibt. Naja, du kochst nicht so ausgefallene Sachen mal, aber sonst kochst du nicht schlecht. Buddy, bitte sei jetzt still und iss. Hm? Das ist schon meine 3. Portion. Dad? Willy. Oh, bitte entschuldigt. Hallo, Elaine. Hallo, Mom. Die Enchiladas sind für mich reserviert. Keine Angst, Buddy. Ich habe keinen Hunger. Dad, kann ich mal mit dir sprechen? Entschuldige bitte, Elaine. Wenn Buddy mir noch was übrig lässt, esse ich später weiter. Ich habe eigentlich auch keinen Hunger. Bringen wir das Zeug raus. Erinnere mich daran, meine nächsten Ferien nicht in Mexiko zu verbringen. Hey, Mom, ich bin noch nicht fertig. Hau du wenigstens tüchtig rein. Meldet sich immer noch keiner. Ich habe stundenlang vor Celinas Wohnung gewartet und bin überall in der Gegend rumgefahren. Keine Spur von einem Bus und keine Spur von ihr. Sie ist verschwunden. Ich glaube, wenn sie wieder auftaucht, drehe ich ihr den Hals um. So habe ich auch erst reagiert, aber jetzt habe ich nur noch Angst. Sie war völlig verschreckt, so niedergeschlagen. Ich fahre zu John Croswell. Vielleicht hat er was von ihr gehört. Das würde ich nicht tun. Aber was sonst? Vielleicht lässt er mit sich reden, vielleicht lässt er sie dann in Ruhe. Ich rate davon ab. Also mehr als rausschmeißen kann er mich ja nicht. Ich kann hier nicht rumsitzen und die Daumen drehen. Sollte Celina anrufen, sie soll herkommen. Ich bringe sie selber her. Sie ist wirklich ein fantastischer Kerl, Dad. Ich habe das nie bezweifelt. Ach, mach doch nichts. Entschuldige, ist mir aus der Hand gerutscht. Komm, Elaine, setz dich einen Augenblick. Komm her. Kein Gespräch von Frau zu Frau, Kay, bitte. Bin ich deine Freundin oder bin ich's nicht? Wozu kennen wir uns seit 20 Jahren? 22. Hör bitte auf zu heulen und sag mir endlich, was los ist. Dass wir pleite sind, glaubst du mir ja doch nicht. Natürlich nicht. Oder dass ich nicht weiß, welche Tapete unser Wohnzimmer haben soll. Komm, Spaß beiseite, Elaine, was ist los? Mach doch nicht gleich immer so ein Drama daraus, Kate. Ich bin nur abgespannt und ich glaube, ich krieg eine Grippe. Stimmt etwas nicht zwischen dir und Fred? Fred und mir? Nein. Wieso fragst du? Es geht dich auch gar nichts an. Oh, Elaine, bitte entschuldige. Nein, entschuldige du, Kate. Fred hat ein Verhältnis und ich habe solche Angst, dass es was Ernstes sein könnte. Bist du ganz sicher? Oh, Kate, du bist gut. Hätte ich das einem anderen erzählt, hätte er erst mal eine Fragestunde veranstaltet, um rauszubekommen, wer die andere ist. Hast du mit Fred gesprochen? Natürlich habe ich mit ihm gesprochen. Über die Arthritis seiner Mutter, dass der Wasserhahn im Bad läuft. All diese wichtigen Dinge. Ich brauche nicht mit ihm darüber zu reden, ich weiß es. Ich könnte es nicht ertragen, dass es zugibt. Wie lange willst du die ganze Sache vor dir herschieben? Kate, was soll ich denn tun? Vielleicht sprichst du mal mit ihm. Sag ihm, was dich bedrückt. Das sind sich zwei Menschen doch schuldig. Was soll eine Ehe, wenn man nicht miteinander spricht?
Du hast gut reden, Kate. Könntest du das denn so einfach? Nein. Siehst du? Ich bin ziemlich geschafft. Dauernd zu tun, als ob man nichts wüsste, kann einen ganz schön fertig machen. Bist du böse, wenn ich dich mit dem Abwasch sitzen lasse? Ja, das bin ich. Entschuldige, Kate, hilft mir nicht. Ich möchte jetzt nicht mehr darüber reden. Ich möchte lieber allein sein. Gute Nacht. Dank dir für alles. Mrs. Croswell, mein Name ist Willie Lawrence. Ich bin ein Freund von Selina McGee. Ah ja. Und was gibt's? Ich würde gern Ihren Mann sprechen. Ist er zu Hause? Ich glaube nicht, dass er Sie sehen will. Es ist wirklich sehr wichtig. Gut. Er ist im Wohnzimmer. Ihre Frau hat schon gesagt, dass Sie mich nicht sehen wollen. Ja, stimmt. Warum hast du ihn reingelassen? Sie hat keine Schuld. Ich habe drauf bestanden. Hören Sie, es hängt jetzt alles von Ihnen ab. Ich muss mit Ihnen 5 Minuten sprechen. Seitdem Selina das Büro meines Vaters verlassen hat, ist sie verschwunden. Na gut. Können Sie mir sagen, warum Sie an Jenny plötzlich so interessiert sind? Vielleicht sollte Ihre Frau hören, was ich zu sagen habe. Sagen Sie, was Sie wollen, aber lassen Sie meine Frau aus dem Spiel. Das ist doch nicht richtig. Das hat Selina nicht verdient. Wenn das alles ist, was Sie mir zu sagen haben, dann verschwenden Sie Ihre Zeit. Was geht Sie das eigentlich alles an? Ich meine, wie stehen Sie zu Selina? Sie ist mir nicht gleichgültig. Und das sollte sie Ihnen auch nicht sein. Mich interessiert nur Jenny. Und weiter nichts. Sie wollten doch wissen, wer ich bin. Ich bin der Freund von Selina. Das, was sie damals war. Wir wissen beide, dass sie ein anständiger, ehrlicher Kerl ist. Ist vielleicht manchmal ein bisschen naiv, wie sie andere Menschen beurteilt, die sie für ihre Freunde hält. Und dass sie jetzt in der Klemme sitzt, ist nicht ihre Schuld, weil sie zu leichtfertig ist oder vielleicht zu oberflächlich, sondern weil sie zu vertrauensselig ist, weil sie den Menschen zu sehr vertraut. Das kann ja alles sein, aber bleiben wir doch bei Jenny. Und was Jenny anbelangt... Ja, und gerade das wissen Sie doch ganz genau, dass Selina alles getan hat, dass das Kind ein Zuhause hat, sich geborgen und geliebt fühlt. Sie hat das Kind gewollt, sie hat allein für den Unterhalt gesorgt, ohne fremde Hilfe. Auch ohne Ihre Hilfe. Ich weiß nicht. Ich meine, die Menschen verändern sich. Auch Selina. Also, ich bin der Meinung, dass ich das Richtige tue. Glauben Sie mir. Selina ist verschwunden seit einigen Stunden. Vergessen Sie das nicht. Ich fürchte, wenn sie das Kind, wenn sie Jenny verliert, dann bleibt ihr nicht mehr viel. Sie hat sie. Das ist nicht genug. Es tut mir leid, sie wird sich damit begnügen müssen. John! John! Sie ist weg, John! Das Baby ist weg! Ich wollte gerade nach ihr sehen. Also deshalb das Ganze. Sie sollten mich ablenken, damit sie sich hier reinschleichen und das Kind rausholen konnte. Moment, ich rufe die Polizei. Nein, John, warten bitte sie. Nicht. Das hätten wir alles nicht tun dürfen. Das war nicht richtig. Hör auf, Lila. Okay, Mr. Lawrence, verschwinden Sie jetzt. Sie gehen sofort zu Ihrer Freundin und holen mir meine Tochter und bringen sie her. Ich weiß von der ganzen Sache überhaupt nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo sie ist. Dann werden Sie sie eben suchen.
Und wenn meine Tochter nicht bis morgen früh bei mir im Hause ist, dann sind Sie und Selina im Gefängnis, damit Sie klar sehen. Ich bin Selina. Was ist los? Oh, du hast ja dein Kind wieder. Ist Willy auch da? Bitte lass mich rein. Oh ja, natürlich. Was machst du hier? Ich dachte, Jenny ist bei ihrem Vater. Ich muss sofort verschwinden. Kannst du mir helfen? Bitte, Nancy, kannst du mir Geld leihen? Du bekommst es zurück. Weiß Willy denn das alles? Erzähl mir doch erst, was passiert ist. Ich muss schnell verschwinden, sonst finden sie mich. Und dann nehmen sie mir Jenny weg. Ja, ich habe sie mir geholt. Es war ganz einfach. Ich bin heimlich in Johns Haus und habe sie mir rausgeholt. Niemand hat mich gesehen. Selina. Bitte, Nancy, ich dachte, du würdest mich verstehen. Wenn ich Geld gehabt hätte, wäre ich gleich weitergefahren. Oh, Selina, das geht doch nicht. Was würdest du tun, wenn es um Timmy gehen würde? Ich habe nur ungefähr 60 Dollar hier. Es tut mir leid, Selina, ich kann nicht. Ich möchte schon, aber ich kann nicht. Du machst alles nur noch schlimmer. Entschuldigt bitte. Was ist denn los? Willy, hast du Selina gefunden? Nein. Sie hat Jenny heimlich aus dem Haus von Croswell geholt. Sie hat sie geholt? John Croswell hat gesagt, wenn er bis morgen früh nicht sein Kind wieder hat, lässt er es durch die Polizei holen. Und Selina würde Jenny nie wiedersehen. Ich bin überall gewesen, bin zig Kilometer durch die Gegend gefahren. Sie hat all ihre Koffer aus ihrer Wohnung geholt. Ihr Kleinbus ist auch spurlos verschwunden. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Wo kann sie sein? Da muss bei ihr was ausgesetzt haben. Das ist doch dumm, sowas zu tun. Ich glaube, ich werde die Polizei rufen. Nein! Willy, warte einen Moment. Das Beste ist, du legst dich jetzt hin und schläfst dich aus. Ich fahre morgen früh zu den Croswells und rede mit ihnen. Ich hoffe, Selina ist so vernünftig und ruft uns an. Ich gehe dann mit, wenn es dir recht ist. Gute Nacht. Gute Nacht, Willy. Nancy, bist du noch wach? Ich muss mit dir reden. Tut mir leid, Willy. Ich konnte dich nirgends finden, Selina. Ach, ich nehme sie. Danke. Ich könnte dich erwürgen. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ich muss von hier weg. Nein. Das ist das Beste für mich und für Jenny. Nein. Setz dich. Hast du dir schon mal überlegt, wie dann dein Leben aussieht? Ihr könntet niemals länger an einem Ort bleiben. Du wärst immer unsicher, ob nicht jemand kommt und dir Jenny wegnimmt. Und wenn sie das tun, glaub mir, Selina, das wäre dann für immer. Du redest so, als ob es noch was anderes für mich gibt. Natürlich. Du kannst hier bleiben
und wie ein Erwachsener um dein Recht kämpfen. Du weißt, mein Vater wird alles tun, was in seiner Macht steht. Du kannst weglaufen und weiterlaufen und hoffen, dass irgendwie ein Wunder geschieht und alles in Ordnung kommt. Selina, es geschehen keine Wunder. Das ist nicht fair. Hör zu. Wenn du dich entschließt, hier zu bleiben und die Sache in Ordnung zu bringen und wir zusammenbleiben wollen, dann musst du etwas, was mich betrifft, auch verstehen. Ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der nicht bereit ist, mir alles zu erzählen. Nicht nur die angenehmen Dinge, sondern auch die schmerzlichen und die verletzenden. Ich liebe dich. Aber ich glaube nicht, dass eine Liebe wachsen und weiter wachsen kann, wenn zwei Menschen nicht miteinander reden können. Wenn sie nicht genug Vertrauen zueinander haben, um sich alles sagen zu können. Das glaube ich auch. Es ist nur so schwer für mich. Aber ich will es versuchen, Willy. Ich rufe ihn an und sage ihm, dass du hier bist. Warte, warte, ja? Ich verspreche dir, dass ich sie zurückbringe. Doch lass sie mir noch bis morgen früh. Lass sie mir noch diese eine Nacht, bitte. Zeitung. Ich mache mich fertig. Hier ist Willy Lawrence, Mrs. Croswell. Selina und Jenny sind hier bei mir. Ich möchte jetzt nicht darüber reden. Sagen Sie es bitte Ihrem Mann. Nein, nein, bringen Sie sie nicht her. Wie bitte? Ich bin mit der Regelung nicht einverstanden. Ich will mich nicht mitschuldig machen, verstehen Sie? Ich möchte Ihnen etwas sagen, Mr. Lawrence. Danke. Wir werden in einer Stunde da sein. Arme Nancy, es tut ihr jetzt leid, dass sie Selina das Geld nicht gegeben hat. Es war schon sehr vernünftig, dass sie es nicht getan hat. Die Tür ist offen, Nancy. Kate, darf ich reinkommen? Elaine, komm, trink eine Tasse Kaffee mit uns. Hier, setz dich. Ich habe gerade frisch komm, gekocht. Komm, setz dich, Elaine. Na, was gibt's Neues? Du frühstückst doch sicher nach dem Duschen. Frühstück fällt halt aus. Das mexikanische Essen von Elaine war gestern Abend zu kalorienreich. Kate, ich bin gekommen, um mich zu entschuldigen, dass ich gestern so kurz angebunden war. Du hattest ja recht. Es geht mich überhaupt nichts an. Nein, du hattest recht. Und das wollte ich dir als erstes sagen. Also heute Morgen um 6 habe ich es einfach nicht mehr länger ausgehalten. Ich habe Fritz' Sekretärin angerufen. Sie hat mir die Nummer von seinem Hotel gegeben. Ich musste ihr sagen, unser Haus brennt, sonst hätte sie die Nummer nicht rausgerückt. Ja, und weiter? Ich habe Fred gesagt, wenn er bis heute Abend um 6 nicht zu Hause ist, dann wäre es mir egal, wenn er käme. Ich wäre dann nicht mehr da. Ist das dein Ernst?
Wie sieht's im Moment mit deinem Gästezimmer aus? Tipptopp, aber du brauchst es sicher nicht. Mag schon sein. Aber es ist gut zu wissen, dass es da ist, falls ich's brauche. Das ist es. Was haben Sie jetzt wieder vor? Wo ist Jenny? Reg dich nicht auf. Jenny ist da. Sie ist draußen im Bus bei Selina. Ich habe sie gebeten, erst mal draußen zu warten. Das läuft nicht. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich nichts mehr hören will und auch nichts mehr dazu zu sagen habe. Ich wollte Sie nur etwas fragen. Wenn Ihre Frau Kinder bekommen könnte, würden Sie denn Selina Jenny immer noch wegnehmen wollen? Tut mir leid, John. Ich habe es Ihnen gesagt. Holen Sie Selina rein. Ich weiß, dass es hart ist für einen Mann, der eine gute Ehe führt und eine Familie haben möchte und erfährt, dass seine Frau keine Kinder kriegen kann. Aber Ihre Frau würde gerne ein Kind adoptieren. Das ist wohl in diesem Fall nicht nötig. Wir haben ein Kind, mein eigenes. Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es Ihnen im Grunde nur um eins, dass Sie Ihr eigenes Kind haben wollen. Ja, genau. Genau darum geht's mir. Nun, das kann ich verstehen. Bloß so einfach geht das nicht. Ganz einfach geht das, glauben Sie mir. Nein. Wenn ein Kind adoptiert wird, sind alle damit einverstanden. Es ist vielleicht nicht so einfach. Doch die Pflegeeltern wissen, dass sie das Kind mit gegenseitigem Einverständnis erhalten. Aber sie nehmen Jenny ihrer Mutter gegen ihren Willen weg. Und immer wenn sie das Kind ansehen, werden sie daran denken, was sie Selina angetan haben. Und eines Tages wird es Jenny auch wissen. Selina, bitte verschwindet jetzt. Geht jetzt bitte. Sie sind auch gemeint. Und Selina, lasst euch mal wieder sehen. Willst du Eier und Speck? Nein, ich fahre rüber zu Selina und gehe mit ihr und Jenny frühstücken. Da musst du früher aufstehen. Hä? Selina ist vor einer Stunde hier gewesen. Sie ist mit Nancy und den beiden Kindern in den Zoo. Sie war hier und hat mir nicht guten Morgen gesagt? Sie hatte keine Zeit. Sie hat sich einen Vortrag über die Beziehung Anwalt-Klient von mir anhören müssen. Sie wollte auch Nancy nicht warten lassen. Sie scheint sich mit Nancy gut zu verstehen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Nancy weiß so viel über meine stürmische Vergangenheit. Sie weiß aber auch, wann sie den Mund halten muss. Drücken wir die Daumen. Hallo. Ich soll dir einen Kuss von Selina geben. Also weißt du, es ist doch nicht ganz dasselbe Secondhand. Was für mich? Ist ja nichts für mich dabei? Nein. Hat sich wohl herumgesprochen, dass du besetzt bist. Das ist ja für mich. Wer schickt mir denn ein Päckchen? Ich bestimmt nicht. Habe ich einen Anlass übersehen? Von Dr. Wortham. Dein Zahnorthopäde. Den habe ich persönlich zum Millionär gemacht. Meine Zahnspange. In Bronze. Toll, was? Donnerwetter. Der Kerl hat Stil. Wenn er wirklich Stil hätte, hätte er sie vergolden lassen. Leisten kann er sich's bestimmt. Hahaha.